Die Jahresziele der Direktion Inneres und Finanzen bewegen sich schwergewichtig im Bereich der Digitalisierung, die Weiterentwicklung der Smart City. Wir wollen dort einen Pilot machen zum Thema Chatbot. Das heisst, die elektronische Abfrage von Themen, die sich in der Stadtverwaltung könnten ergeben oder dass die Leute Fragen stellen auf dem elektronischen Weg. Das ist vor allem in der 24-Stunden-Gesellschaft heute gefordert. Wir haben gleich ein ähnliches Thema, der ganze Open Data, also was sind Daten, die man in der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könnte, die Leute können, dann anschauen können, die man Analysen machen kann, die man sogar könnte brauchen für ein Start-up, für junge Unternehmer. In dem Teil wollen wir wichtige Schritte, bedeutende Schritte machen. Und da sind wir auf gutem Weg. Wir wollen im Jahr 2019 je einen Pilot machen darauf. Das zweite Thema ist, Testfeld. St. Gallen wird sich als Testfeld zur Verfügung stellen. Das können die Unternehmen hierher kommen und ihre Produkte, ihre Sachen testen. Das ist vor allem im auch digitalen Bereich, im elektronischen Bereich. Weil wir haben eine Infrastruktur mit dem Glasfasernetz aufgebaut, wo wir können wirklich gute Sachen anbieten. Das wollen wir können machen. Wir wollen eine Organisation aufbauen, die das möglich machen kann, dass die Leute hierher kommen können, Firmen hierher kommen und Themen, Produkte testen. Und der dritte Bereich ist natürlich sehr ein interner Bereich. Wir haben jetzt Finanzsoftware und Software für die ganze Personalverwaltung ausgeschrieben. Das ist ein grösseres Paket gewesen, das wir jetzt machen können, nachdem ein Vergleich zwischen Abacus und der Gemeinde zustande gekommen ist. Und da haben wir jetzt initialisiert, würden das im Mitte Jahr eigentlich fertig haben, die Ausschreibung abgeschlossen, wer denn soll den Zuschlag bekommen soll, dass wir dann im dritten Quartal und im vierten Quartal in die Umsetzung respektive ins Projekt einsteigen können.